Moin moin zusammen und willkommen hier wieder mal bei einem kleinen Infovideo. Eva hat es ja immer schon so schön formuliert, so viel Glück wie ich beim Loot habe, so viel Pech habe ich mit meiner Hardware und das kann ich jetzt ungesehen nochmal, ich kann gar nicht oft genug unterschreiben, es ist einfach so. Folgendes ist mir Vollidiot wieder passiert. Vor gut 3 Tagen wollte ich mal wieder ein paar Aufnahmen machen und mein Windows hat ein bisschen rumgezickt. Was macht man in dieser Situation? Natürlich, Daten sichern, Windows neu installieren. Ist ja heutzutage kein großer Akt mehr. Womit man nicht rechnet, ist, dass genau während der Installation einem die Festplatte abraucht. Das ist jetzt mittlerweile Festplatte Nummer 3 oder 4? Ne, 4 mittlerweile, seitdem ich Let's Plays mache und allmählich muss ich mir mal Gedanken über die Qualität machen, die ich hier verbaue. Was jedoch nichts daran ändert, dass momentan bei mir keine Festplatte für die Installation verfügbar ist. Ich habe jetzt mit Mühe und Not hier eben schnell Audacity und MIGUI installiert, dass ich irgendwas rausbringen kann, damit auch ihr irgendwie die Information dazu bekommt. Nicht, dass ihr euch wundert, irgendwie kommen da keine Videos mehr. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt. Es wird diese Woche leider keine Videos geben, da ich erst eine neue Festplatte bestellt habe, die braucht aber ein bisschen. Die wird jetzt nicht extra für mich angefertigt, aber sie ist momentan nicht auf Lager, deswegen dauert das mit der Lieferung ein bisschen. Schlussfolgerung für euch, ich habe es ja gerade erwähnt, diese Woche wird es leider keine Videos von mir geben. Aber ich erkläre euch, warum das jetzt nicht ganz so schlimm ist. Denn entgegen meiner Art und Weise habe ich vorher sogar meine Daten gesichert. Jaha, außer, und jetzt kommt's, die einzigen Daten, die mir fehlen, sind die für 7 Days to Die. Auch nicht weiter tragisch, denn folgendes. Offiziell noch nicht, aber es wurde ein Update zu Ende Februar angekündigt. Das bedeutet für euch, es ist nicht weiter tragisch, dass ich jetzt nicht 2-3 Folgen weiterhin rausbringen kann, weil mit dem Update wäre es sowieso futsch. Die restlichen Sachen haben weiterhin Bestand, alle Spielstände wurden gesichert und wir lassen uns überraschen. Also ich versuche wirklich bis Anfang nächster Woche soweit alles wieder geregelt zu kriegen. Ich weiß, das ist für euch jetzt blöd, weil es ist ja nicht der erste Ausfall, den ihr jetzt hier schon bei mir ertragen müsst, aber ich bin zuversichtlich. Und aus diesem Grund werde ich mal was ganz anderes machen als Entschädigung. Ich werde jetzt nicht sagen, okay, ich mache hier ein paar Stunden Folgen und schmeiße die für euch rein. Nein, das wird nicht passieren. Stattdessen habt ihr jetzt volles Mitspracherecht. Sollte besagte Festplatte bis zum Freitag da sein, wird es am Samstagabend einen schönen Livestream geben. So als kleine Entschädigung dafür und weil ihr ja immer so eine Engelsgeduld mit mir habt. Und um zu zeigen, wie wichtig mir das ist, könnt ihr hier unter diesem Video jetzt Kommentare schreiben, wie ihr lustig seid. Nämlich, ihr bestimmt den Titel. Damit ist gemeint, ihr bestimmt, was bei Twitch angezeigt wird, worunter der gestreamt wird und, das ist ganz wichtig, welches Spiel. Also haut mir die Kommentare zu, ihr wisst ja, welche Spiele ich soweit hier habe und wir werden dann einen neuen Livestream machen. Vielleicht mal ausnahmsweise nicht mit 7 Days to Die, irgendwas anderes. Stimmt in den Kommentaren ab, ich werde mir das dann so in 3 Tagen durchgucken, was da alles zusammengekommen ist und dann schauen wir mal. Ich kann leider nicht mehr machen, als mich zu entschuldigen dafür für diese Panne, aber ich kann es leider auch irgendwie nicht beeinflussen. Von daher, tut mir sorry, wir sehen uns dann im Livestream wieder und ansonsten geht's ab nächster Woche regulär weiter mit den Aufnahmen. Ich werde die andere Zeit noch dazu nutzen, hier ein paar andere Feinanstellungen zu machen. Ihr hört ja auch, irgendwie klingt das Mikrofon ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich werde da mal nachgucken, irgendwas wird das schon wieder sein. Aber es kommt wieder mein Standard, ich verabschiede mich. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, denn, ne? Auf Wiedersehen!